Ja, hallo Fahrradcamper-Freunde und alle, die es noch werden wollen. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, und was das hier ist, ich glaube, das weiß mittlerweile fast jeder. Es ist ein Solarelement, ein Photovoltaikelement, um daraus Strom zu erzeugen. Ja, und was das ist, weiß auch, glaube ich, jeder. Es ist ein CD-Rohling, wo man selber Daten oder Filme oder Musik drauf brennen kann. Ja, und was das eine, nämlich das, mit dem zu tun hat und wie einfach es eigentlich ist, ein eigenes Solarmodul mit wenig Aufwand, wenig Material und wenig Kosten selbst herzustellen, um damit nachher zum Beispiel 12 Volt für den Fahrradcamper zu erzeugen und das einzuspeisen, das zeige ich euch in diesem Video. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Bis gleich. Ja, also ich bin mir ganz sicher, dass dieses Teil Strom erzeugt. Wichtig ist dabei, dass es so regenbogenfarben glänzt, dann funktioniert das auch. Und das werden wir gleich erstmal testen, wie viel Strom aus einer CD kommt. Und ihr bleibt einfach dran und schaut zu, wie das geht, Stück für Stück. Und zum Schluss testen wir, ob da wirklich den Strom rauskommt.
Ja, ich hatte jetzt noch festgestellt, dass ich einen Fehler gemacht habe bei der Konstruktion. Also ich hatte jetzt hier im Grunde überall diese Querverbindungen drauf gemacht. Aber letztendlich gehört bloß eine da oben und eine da unten hin und die drei Hauptadern, die das alle miteinander verbinden. So, wollen wir mal sehen, ob das denn so funktioniert. Stopp. Also falls ihr das nachbauen wollt, macht es nicht. Es bringt nichts. Es ist ein Fake. Ja, mein Fazit aus dieser ganzen Geschichte, aus diesem Bau. Es war eine schöne Idee, aber leider zu schön, um wahr zu sein. Also so einfach ist es nicht, dass man aus CDs Strom gewinnen kann und ein Solarfeld baut. Weil die CDs bestehen aus Polycarbonat und da ist nichts mit leitend oder mit Strom erzeugend durch Sonne oder durch Licht. Also das funktioniert nicht und das findet man ganz oft eigentlich auch bei YouTube und im Internet, dass das angeblich funktionieren soll, aber es funktioniert definitiv nicht. Oder ich habe was ganz dramatisch falsch gemacht. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr noch irgendwo einen Fehler entdeckt habt. Aber meiner Meinung nach funktioniert es nicht. Ja, das soll es für heute erstmal schon wieder gewesen sein. Also hier steht noch mein Experiment. Ich werde es mir vielleicht an eine Wand hängen oder sowas. Sieht ja ganz witzig aus. Aber wie gesagt, man sollte nicht alles glauben, was im Internet steht und man sollte auch nicht unbedingt so viel Energie in sowas stecken, weil ist nichts bei rausgekommen. Ein Versuch war es wert. Letztendlich kümmert euch um Projekte, die vielleicht Erfolg versprechen. Baut eure Fahrräder selber oder baut sie um. Baut euch einen Fahrradcamper oder restauriert so wie wir hier einen Strandkorb. Ich glaube, da habt ihr mehr von. So, tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Camper Marco.